Eine außerordentliche Kündigung ist eine fristlose Kündigung oder man nennt sie auch Kündigung aus wichtigem Grund, ist sozusagen ein Extremfall der verhaltensbedingten Kündigung. Eine außerordentliche Kündigung hat zu tun mit einem Fehlverhalten, aber einem extremen Fehlverhalten. Und die Rechtsgrundlage ist im BGB, Achtung, wir sind wieder im Lex Generalis, BGB, Bürgerlichen Gesetzbuch 626. 626 BGB. Das bitte notieren bei der außerordentlichen Kündigung 626 BGB. Und den bitte aufschlagen. 626 BGB. Das Schlüsselwort im 626 BGB ist unzumutbar. Unzumutbar. Das heißt, dieses Fehlverhalten führt in seiner Auswirkung dazu, dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für den jeweils anderen unzumutbar wird. Aber immer unter besonderer Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls. Also es gibt auch hier wieder keine allgemeinen Regeln, sondern es ist eine Frage der Umstände des Einzelfalles. Gleichwohl gibt es ein paar Beispiele, die höchstwahrscheinlich in allen Fällen hier treffen. Zum Beispiel, wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgeber grob beleidigt, wenn der Arbeitnehmer einen Kunden anspuckt, ja? Wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer sexuell belästigt, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Gehalt nicht zahlt. Ne? Solche Dinge sind möglicherweise überall unzumutbar. Wie gesagt, wir wissen das nicht. Es hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, aber das sind Beispiele, die wahrscheinlich immer gelten. Wenn der Arbeitnehmer in die Kasse greift und Geld für sich abzweigt. Aber wie ist die Situation, wenn jemand zwei Getränkebons findet für 2,30 € oder was das war? Ne? Den Fall haben Sie verfolgt. Und deswegen eine fristlose Kündigung bekommt. Ja, ist das jetzt auch noch unzumutbar? Früher hat man gesagt, Diebstahl ist Diebstahl, die Höhe spielt keine Rolle. Jetzt hat sich hier die Sichtweise offensichtlich ein bisschen relativiert. Ja, also Unzumutbarkeit ist nicht nur dem Grunde nach, sondern hat offensichtlich auch etwas mit der Höhe zu tun. Ist das eine Banalität oder nicht? Ja. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.